Bei meinen Trainingseinheiten geht es normalerweise darum, den Oberkörper und die Rückenmuskulatur zu stärken. Ich sehe die Vorteile in meinem Alltagsleben. Es verbessert mein Gehen und beseitigt meine Rückenschmerzen. Egal in welcher Stimmung ich aufwache, jedes Mal, wenn ich das Fitnessstudio verlasse, habe ich ein Lächeln im Gesicht. Jeder Muskel in meinem Körper schmerzt am nächsten Tag. Für mich ist es aber ein Zeichen, dass ich mein Bestes gebe, um gesund zu sein und in Form zu bleiben. Es hält mich am Laufen, dass ich andere motivieren kann. Wenn ich mit einer Beinprothese eine bestimmte Übung durchführen kann, warum sollten das dann andere, die beide Beine haben, nicht können? Die Leute werden motiviert, wenn sie mich trainieren sehen und bemühen sich dann härter. Wenn Daniela diese Übung machen kann, dann kann das auch jeder andere. Als ich 16 Jahre alt war, wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Es handelte sich um einen Tumor im Kniekorpel. Weil ich zu spät ins Krankenhaus gegangen bin, musste mein Bein amputiert werden, um mein Leben zu retten. Die Amputation war damals eine Erleichterung für mich, weil ich, bevor der Tumor festgestellt wurde, über 6 Monate unter starken Schmerzen litt. Am Anfang war es für mich nicht einfach, eine Prothese zu tragen. Man muss sich an den ständigen Druck in der Leistengegend gewöhnen. Ein anderes Problem war das Material, das mit dem Stumpf in Kontakt kommt. Wenn das Wetter heiß war, war es wirklich schwer für mich. Da die Haut anders reagiert, hatte ich Hautausschläge und wusste nicht, was ich dagegen tun sollte. An solchen Tagen habe ich die Prothese bis zu 5-mal pro Tag aus- und wieder angezogen, um sie zu reinigen. Seitdem ich einen Alpsliner verwende, fühle ich einen größeren Komfort und kann weitere Strecken gehen. Ich verspüre weniger Druck in der Leiste, was ein häufiges Problem darstellt. An heißen Tagen ziehe ich den Liner höchstens 2- oder 3-mal aus und an, was für mich definitiv eine willkommene und positive Veränderung ist. Ich bin aus Neugier auf den Alpsliner gestoßen. Ich war mit der vorherigen Lösung aufgrund von Hautausschlägen und anderen Aspekten nicht glücklich. Als ich nach anderen Möglichkeiten suchte, war mein Orthopädietechniker nicht einverstanden und versuchte, mir davon abzuraten. Deswegen habe ich den Orthopädietechniker gewechselt und der Neue war damit einverstanden. Ich habe mir gesagt, wenn es diese Möglichkeit gibt, warum sollte ich da nicht wechseln? Und mein neuer Orthopädietechniker hatte nichts dagegen. Dann stellte ich fest, dass der neue Liner perfekt für mich ist und im Vergleich zum vorherigen die Haut an meinem Stumpf nicht irritierte. Seitdem habe ich keine Hautausschläge mehr. Das Gehen ist viel komfortabler geworden und ich habe weniger Druckstellen.